Braut sich da für die Aktienmärkte sowas wie der perfekte Sturm zusammen? So etwas, was wir vielleicht im Januar 2018 gesehen haben oder im Dezember 2018, als es ja massiv nach unten gegangen war. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum Marktgeflüster. Schauen wir uns mal ein paar Dinge an, die heute der Fall sind, die heute wichtig sind. Was ist da eigentlich abgelaufen? Und wir haben zunächst mal, und das war vielleicht so ein bisschen nochmal der Verstärker, wir hatten die Einkaufsmanager-Indizes aus den USA und vor allem der Dienstleistungssektor unter die 50er-Marke gefallen. Das erste Mal wieder unter dieser Grenze zwischen Expansion und Kontraktion seit dem Jahr 2013. Und die Folge ist, dass plötzlich der unbesiegbare Dollar, der ja nur nach oben gegangen ist, zuletzt jetzt seinen schwächsten Handelstag erlebt, mit den größten Verlusten seit Beginn des Jahres. Also da hat sich ein bisschen was gedreht. Wir sehen, dass dann vor allem auch die 30-jährige Staatsanleihe der USA auf ein neues Allzeittief gefallen ist, in Reaktion auf die Daten, auf die sehr schwachen Daten. Wir hatten ja heute bessere Daten aus Deutschland, überraschenderweise. Aber das lag vor allem eben auch an den längeren Lieferzeiten, so idiotische. Das klingt, Dienstleistungssektor schwächer in Deutschland, der Industrie besser als erwartet. Echt eine Überraschung nach den schwachen Zahlen aus der Industrie zuletzt. Aber wir sind bei den Anleihenmärkten und da hatten ja die Anleihenmärkte im Grunde vorher schon den Aktienmärkten signalisiert, Leute, da ist was im Argen, da ist ein Problem. Die Aktienmärkte haben sich gesagt, wir sind dagegen immun, wir haben die Fed, wir haben die Notenbanken, was soll schiefgehen? Die Geschichte ist kurzfristig mit dem Coronavirus. Und wenn nicht, haben wir halt die Notenbanken, Win-Win-Situation. Und jetzt merkt man, oh, das Virus greift immer weiter um sich. In Japan, Südkorea, die Angst vor einer Globalisierung dieser ganzen Geschichte, die nimmt zu. Und jetzt wird auch die WHO nervös. Der WHO-Chef spricht jetzt, Dr. Tedros spricht jetzt von einem Window of Opportunity is narrowing. Also das Fenster schließt sich bald. Wir müssen jetzt noch versuchen, die Ausbreitung, die weitere Ausbreitung global gesehen zu verhindern. Und wir haben jetzt eben 1152 Fälle in 26 Ländern, vor allem Südkorea, wie gesagt, und Japan sind hier im Fokus. All das hat die Aktienmärkte lange überhaupt nicht interessiert. Wir sehen hier zum Beispiel beim Nasdaq absolute Extreme. Wir haben jetzt 88 Handelstage in Folge, das muss man sich mal vorstellen, dass der 20-Tage-Moving-Average, also der gleitende Durchschnitt 20 Tage, seit 88 Handelstagen nach oben geht. Das zeigt, wie unkorrigiert dieser Markt ist, wie extrem die Investoren positioniert sind, vor allem in US-Tech. Und jetzt kommt so eine plötzliche Geschichte, so ein schwarzer Schwan, wo jetzt nicht klar ist, wie geht es denn zum Beispiel mit Apple-iPhones weiter? Können die überhaupt produzieren im ausreichenden Ausmaß, dass Apple in China selbst keine Handys verkauft? Das ist derzeit ohnehin klar. Wir sehen, by the way, dass die Zahlen jetzt raus sind aus China zu den Autoverkäufen. Die sind 92% in den ersten beiden Februarwochen gefallen. Das sagt so ziemlich alles. Das heißt, da findet gar nichts mehr statt. Das zeigt die Dimension, gerade für VW, für Autobauer, die dort ihren wichtigsten Markt haben, ist das natürlich ein Riesenthema. Und jetzt weiß natürlich auch Peking, dass da irgendwas passieren muss. Und man drängt jetzt die Leute zur Arbeit. Aber das große Problem ist, der nicht zur Arbeit gehen will, der wird bestraft. Das ist das Erste. Und dann, wenn man infiziert wird durch das Coronavirus auf der Arbeit, dann gilt das nicht sozusagen im Bereich der Arbeitsversicherung oder Arbeitsversicherung für Unfälle oder Geschichten, Probleme am Arbeitsort. Und das ist natürlich schon wieder einmal typisch, dass sozusagen Chinas Führung hier vorwiegend jetzt Wert darauf legt, dass man das Ding irgendwie wieder nach oben fahren kann, egal was mit den Leuten passiert, wie hier Jennifer Zhang wohl richtigerweise bemerkt. Ansonsten, was haben wir noch? Jetzt ist natürlich die Hoffnung auf die Fed da. Aber die Frage ist, was kann jetzt noch passieren? Wir haben zum Beispiel die Ausleihgebühren, die Kreditgebühren für Investment-Grade-geratete Unternehmen ist auf einem neuen Allzeittief. Das heißt, die Kosten sind so gering, sich Geld zu leihen für Investment-Grade-Unternehmen. Was sollen da noch Zinssenkungen bringen, kann man sich fragen. Soll das noch laxer werden, die Finanzkonditionen, als sie ohnehin schon sind? Da sind wir auch in der Nähe eines Allzeittiefs übergeordnet. Also eine Notenbank kann solche Dinge nicht wegdrucken, wie den Ausfall von Lieferketten, wie den Ausfall von Produktion. Das scheinen die Märkte, die Aktienmärkte vor allem, nicht so richtig realisieren zu wollen. Noch ist ja auch noch gar nicht viel passiert an eben diesen Aktienmärkten. Das wollen wir uns mal anschauen. Wir sehen hier den Nasdaq 100, die Charts von Capital.com. Sie haben es geahnt, meine Damen und Herren. Hier sahen wir gestern die erste Welle, heute die zweite Welle, vor allem mit den Daten
aus den USA. Das ist die Kombination, dass die Amerikaner jetzt merken, oh, wir sind nicht auf einem anderen Planeten als der Rest der Welt. Wir sind nicht komplett immun. Die US-Wirtschaft ist nicht komplett immun. Und dementsprechend vielleicht auch nicht die Wall Street, die extrem einseitig positioniert ist, wie ich schon bemerken konnte. Schauen wir uns mal den S&P 500 an. Der ist bei 3.345. Was macht der DAX aus der ganzen Geschichte? Hält sich einigermaßen anständig. 13.571. Viel ist da noch gar nicht passiert, aber die Voraussetzungen sind da. Wenn diese Geschichte weiter eskaliert mit Corona, und zwar global gesehen, jetzt dann eben Südkorea, Japan als extrem wichtige, ökonomisch wichtige Länder, neben China noch, dann ist das natürlich wirklich ein perfekter schwarzer Schwan. Wir sehen jetzt der Dollar, ich hatte es vorhin schon gezeigt, heute mit dem größten Tagesverlust. In 2020, bums, ging es nach oben, auch nach dem schwachen Einkaufsmanager-Index aus den USA. Wir sehen, dass Gold nach oben gelaufen ist, teilweise knapp schon unter die 1650er-Marke. Gestern hatte ich getitelt Win-Win-Situation für Gold, aber auch das ist natürlich eine heiße Spekulation. Aber klar, es ist sozusagen das Absicherungsinstrument gewesen für viele, die keine Short-Positionen eingegangen sind, die keine Optionen, Put-Optionen auf den Markt haben. Man hat sich gesagt, okay, dann kaufen wir Gold, wird auch funktionieren. Jetzt sehen wir hier das amerikanische Crude Oil, $53.33. Also das ist die Lage. Eigentlich ist alles angerichtet. Es kann immer auch anders kommen, gar keine Frage. Aber die Voraussetzungen sind da, weil niemand damit gerechnet hat, dass so etwas passiert, niemand darauf positioniert ist. Und als es dann passiert ist, dieser schwarze Schwan, da hat man sich gesagt, das interessiert uns nicht, das kümmert uns nicht. Und der Ignoranz wird im Leben meistens bestraft. Das fällt einem dann irgendwann auf die Füße. Und es wäre nicht so furchtbar erstaunlich, wenn es diesmal nicht anders wäre. Obwohl das Mantra ja der Fahnenstangenanhänger ja lautet, diesmal ist alles anders. Fahnenstangen mit Substanz, meine Damen und Herren. Jetzt wünsche ich ein schönes Wochenende. Mal sehen, was am Montag passiert. Es bleibt spannend. Servus und ciao.